Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde War Thunder. Heute zusammen mit dem Freaky und dem Martin. Moin, moin. Hallo, hallo. Wir wollen eine Runde Historical mit der schönen Hurricane MK2 fliegen. Freaky, bist du ready oder nicht? Ja, ich habe noch gerade nur was ge. Geh. Ah, sehr gut. Habe Mal ich noch gucken. ganze 20 Credits für meine Reparaturen zahlen müssen. Ich wusste doch, dass ihr rumbummelt. Ja, der Martin ist ein sehr sparsamer Mensch. Von nichts kommt nichts. Genau. Hat immerhin auch einen Haufen Premium-Flugzeug und immer noch einen Haufen Premium-Währung. Ja, im Angebot muss man einkaufen. Oh, Korea. Fliegen gegen Ja, Russen. Mann ist ja fast so schlimm wie Schade. meine Mutter, die kauft auch immer im Angebot ein. Auch dann irgendwie so weiße Bohnen im Angebot, gleich mal zwei Paletten einkaufen oder wie? Nee. Ja, Dann immerhin. zahlt man am Ende wieder drauf, weil die Bohnen zu Hause schlecht werden. Schlechte Idee. Ach, in Konserven halten die sich ewig. Na gut. Dosenkonserven sind vielleicht ein schlechtes Beispiel. Okay. Eher. So, ich drück mal in die Schlacht. Wir fliegen wieder gleichzeitig los. Ach so, ja, yeah, ich bin immer noch im Ladebildschirm. Ah, jetzt. Übrigens fast Level 26. Nur noch. Warte, 300 oder so. So, Ja, Freaky pack ist mal. da, Lavinza, wo bleibst du? Oh, steht da? Ja. Loading, 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 loading. So, jetzt. Bin da. Mach mal 3, hinne. 2, 1, Hardgas. Oh, Freaky sieht ja schick aus. Oh oh, 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 oh Gott. Was ist? Machst du wieder Was? Abstürze da hinten? Da war so ein Haus im Weg und das wollte irgendwie nicht so richtig wegrücken. Ah, Ach der. shit, ich wollte doch die einen Screenshot auf die Maustaste legen. Damit. Lol, was macht denn die P36C da? Die schießt auf mich. Habe ich Ich das bin vergessen? unter Das dir, ich bin's nicht. Nimm sie mal kurz auf, wenn sie wieder auf mich schießt. Ja, wenn sie dich tötet, ist es drauf. Hat nur ein paar Schüsse abgegeben. Glück für sie. So. Machen wir Martin. Wow, und da ist Freaky. Ja, nicht nach hinten gucken, wenn er vor einem unter 100 Meter entfernt ist. Also steigen wir oder? Ja, klar steigen. Bisschen wie immer, historisch immer erstmal steigen. Wir fliegen gegen I-16, also müssen wir steigen. Oh. Diven kannst du immer noch. Ja, genau. Vortäuschen, wir hätten einen Motorschaden. Wir haben einen Dachschaden. Ja, das haben Du wir eh. sowieso. Bin euch viel zu schnell, kann das sein? Hä? Ich bin immer noch 120 Meter hinter dir. Ja, ich habe gerade schon 110. wieder. Ja, jetzt habe ich auch gerade wieder extrem hochgezogen und verliere Speed. Steigt auch gerade Verste mit 25 Grad. Also meine ist voll Ja, Tito. ausgebaut. Ich weiß nicht, wie du schneller sein kannst. Meine ist auch ausgemaxt. Ach, sieht das nicht schön aus? Dieser Es sei denn, mein Motor Kunstflugrauch. hat schon Schaden vom lauter Dauerwippen. Das sieht voll ins Gesicht gekriegt. Na, noch nicht ganz. Bin gerade knapp unterhalb. Nee, bei mir bist du voll drin. Ja, jetzt. Oh, ey. Wenn du Cockpit-Sicht bist, ist es echt schwer. Ah, dann machen wir lieber Außenansicht. Das sieht schöner aus. Hast du gerade ausgemacht? Ja. Ah. Langweiler. Das dachte ich, soll's ausmachen. Hä? Wann? Ach so, ach, ich habe Außenansicht gesagt gehabt. Horn waschen bitte, Ricky. Ach, Ich könnte Freaks gleich waschen sich gerade nicht die Ohren. zwei Flugzeuge Was, mit Freaks einem waschen Schuss sich nicht? erledigen. Waschen sich nicht die Ohren, habe ich gesagt. Meine Ohren tun weh. Wieso denn das? Ach so, wegen deinen Kopfhörern. Ja. Tja, manchmal lohnt sich's doch ein bisschen mehr Geld auszugeben. Als 55. Wenn sie wehtun, waren es 55 Euro verschwendet.
Ah ja, es geht. Ich sollte also nicht den ganzen Tag tragen, wie ich es jetzt tue. Alter, ich habe mein Headset, meint ja wirklich, ich setze es morgens auf am Wochenende und setze es am Abend dann wieder ab. Setz es ab, sich mal mehr ab. Naja, okay, schlafen ist dann doch etwas unangenehm. Unangenehm. Wegen dem Bügel. Nö, wett, wieso Bügel? Obendrauf. Ja, wieso sollte der wehtun? Na okay, wenn du auf der Seite liegst, dann tut er ja. Ja, genau, ich bin jemand, der eher auf der Seite liegt. Nicht sehr angenehm. Also ich mach mal wieder aus. Ja, ich hab mir noch gerade ausgemacht. Mensch, Martin, mach doch auch mal aus. Mach mal Bitch, die Augen den ganzen auf. Tag, mach mal aus. Ah, ihr seid immer noch da. Hallo und herzlich willkommen auf YouTube. Auf YouTube, aber das kennst du genau, schon. Genau, das kenne ich wirklich. Ey, der... Cool. Wie hieß es nochmal? Freaky? Eyo. Rechts von uns ist eine PE3, Yasa. Habt ihr gesehen? Kunyasa? Ja, genau, Kunyasa. Unser Kunyasa-Spezialist. Kunyasa, ja genau. Jetzt ist deine Folge auch noch vermasselt, Winzer. Ach, pff, egal. Ah ja, achso, ihr macht jetzt... Ja klar, deswegen hallo auf YouTube. Ach so, Alter, wieso das checkt das nie jemand, wenn er reinkommt und dann gesagt wird, auch Leo nicht? Auch so, ja, genau. Auch, ist das so wow, da ist aber was richtig groß, was richtig hoch. Was? Ja. Auf meiner. Da bin ich ein bisschen schnell. 1. Also auf meiner, warte, 1 ist da drüben. Wie hoch ungefähr, wie viel höher als wir? So 10.000 Meter höher oder so? Nee, ich würde mal so auf 4,5 maximal, wenn ich so, also ungefähr unsere Höhe sogar. 4,5 höher oder 4,5 insgesamt? Insgesamt maximal. Ach nee, 16 geht sogar runter. Ist es eine I-16? Jupp, Staff Sergeant. Auch wenn es falsch geschrieben ist. Staff Sergeant, oder? STUF wird's geschrieben, oder? Ne, Staff wird STAFF, glaube ich, geschrieben, oder? Der da, Sache nah dran und nicht auf deiner glaub, 1 der auf deiner 3 Na, naja, mittlerweile ist er halt weggedreht. Okay, der verliert dann Höhe. Ja, der wird der P3 helfen, unsere Hurricane da unten abschießen. Hm. Noch was auf Höhe? Ja, will ich auch gerade gucken, bevor ich da war. Wer sich wundert, dass es vielleicht ein bisschen komisch bei mir aussieht, fällt mir gerade mal so ein. Ich habe in den Grafikoptionen Night from Day eingestellt. Da ach, hat das Night from Day noch drin? Ja, klar. Ich kann hier direkt in die Sonne gucken und ich sehe rundherum noch was. Sehr praktisch. Oh Gott. 700. 713. Geht noch. Nur nicht turnen. Und nicht Landeklappen ausfahren und dabei turnen. Oh, ich sollte auch meinen Motor ausmachen, wenn ich Geschwindigkeit verlieren will. Hast du den auf 100% gehabt? Ja, ja klar. Na, fucking. Bait Ace, auf den gehe ich. BP im Dive. Chaika und I-16, ja, okay. Was? Und die I-153 ist gecrittet von mir. Was, die Bait Ace? Ja, ich glaube schon die. Ja, sag jetzt ja oder nein, weil ich schieße jetzt gleich auf den. Oh, der ist abgestürzt. Du schießt nichts mehr auf den, der ist abgestürzt. Wieder gehittet, sehr schön. E3, die ist okay. Uninteressant. Alter, wie ich den nicht treffe, ey. Geht doch, Crit! Und zerstört. Sehr schön. Ist. Hey, ich hab einen Killassist bekommen. Wo ist der Rest? Es lebt noch die PE3. What, ernsthaft? Ja. Das ging ja zügig. Sehr zügig. Wieso geht das immer so zügig? Ja, dadurch, dass das jetzt nur ein paar Minuten sind. Sowjet, willst du danach mitfliegen? Ja, warum nicht? Oh, wir haben gewonnen. Martin hat aufgeräumt. 2 Abschüsse. Mit Stealth-Munition möchte ich mal so anmerken. Wer hat mir gerade Repair-Kosten beschafft? Keine Ahnung. Ich habe einfach mal wild durch die Gegend geschossen. Ja. Schon okay.
Kein Problem. Nein! Nein, 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 Mist, nein, ich glaube, ich komme nicht mehr zu den Flakstellungen. Ach stimmt, Flak abschießen. Ja, nee, ich habe hier ein interessanteres Ziel. Was denn? Ein interessanteres Ziel will aber nicht. Nein, das der ist... Freaky, ja, schieß ihn runter. Ich habe ihn auf jeden Fall getroffen. Schlag, 1000 Credits Battle Trophy. Nein, mein schwarzer Flügel, mein schwarzer Flügel ist rot, ne? Ja. Shit. Ich hoffe, das wurde jetzt nicht gehört, egal. Du hast gerade Hit gesagt. Ja, nee, das meinte ich nicht. Ich habe vorhin mein Headset nochmal rausgezogen. Wow, 9000 Credits, 9000 Erfahrungspunkte. Oh, du hast mir 2 Minuten 175. Oh, dich hier? Ist gerade jemand gekommen oder so? Oh. Ja, freaky. So, Martin, lass mal den Software ein. Den Software Joker. Erstmal die Aufnahme beenden. Joker. Nö. Achso, die geht weiter? Läuft weiter, na klar. Yeah. Machen wir noch eins hinten dran. Historical. Einladung ist raus. Jo, bin da. Was ist Historical? Ja, klar. Hurricane Mark 2 wieder. Hurricane Mark 2. Gut. Oder ich werde mal für Spitfire Mark 1. Spit Mark 1. Geh mir weg mit der scheiß Spitfire. Wieso scheiß Spitfire? Die scheiß Spitfire. Ich mag Spitfires nicht. Nicht in historisch. Okay. Kannst du die Hurricane wieder fliegen? Also wie, was jetzt? Wir sind uns noch nicht so ganz einig. Wie wär's mit Blenheim? Ja. Yeah. Oder Su... Ey, warte mal, nee. Ernster Vorschlag. Su 2 BB 1. Was ist das? Su 2 BB 1? Du meinst so, Su 2 oder BB 1? Ja. Ja. Den russischen. Genau. Welche? Ja, ist ja egal, welche von beiden. Die hat den Stufe 2er. Meine Su 2 ist aber Stufe 3, die ich hier habe. Dann nimmst du halt die Stufe 2 oder halt die BB 1. Bayer nehmen. Also BB 1 oder Su 2 MV5. Achso, wir nehmen zusammen. Gut. Ja. Ich hab die Su 2. 2 250er, 600er, nice. Okay. Ich habe jetzt die BB 1. Wo ist denn meine Su 2? Auf welchem Slot? Ja. Ich kann mir einen aussuchen. Was, hast du noch nicht in Dienst gestellt gehabt? Doch, ich habe die auf 2 Slots gestellt gehabt. Ich kann mir einen Slot aussuchen. Auf allen. So, Qualifications kontrollieren. Ja, Pata. Sehr gut. Kann man... Ach, Gunner hat schon genug geskillt. Oh, ich habe ja noch ganz viele Crewpunkte zum Verteilen. Dann hat er es wahrscheinlich. So, sagen wir ja. Ich nehme die Su 2, der Slot ist viel besser. Ja, ich nehme auch die Su 2. Die Crew hat ein Level von 216. Oh nein, ich hab's immer noch nicht. 4 Crew Level. Ah, okay. Die 1000 Credits für den Experten geben wir auch noch aus. Okay. Ja, achso, ja, Freddy. Jetzt muss nur noch... Warte mal, ich kontrolliere mal vorher nicht, dass irgendjemand jetzt doch einen anderen aus dem Sehen mit hat. Ich hab jetzt alles in Ordnung. Zwei. Gut. Ja, yep, alles in Ordnung. Du 2 MV5. Martin? Ja, ich muss gerade noch Crewpunkte verteilen. 220 ist jetzt mein Crew-Level. War, fehlen nur noch 200. In die Schlacht drücken. Dein Crew-Level ist auf 20. Das ist deins auf 420. Oh, wir spielen gegen Japaner. Nee, 220 ist mein Crew-Level. Nee. Damit ist deins auf 420 oder auf 20, dein Crew-Level? Nein, für die nächste, also für Ace braucht man 420. Achso. Ich dachte, dir fehlen noch 200, um auf sein Level zu kommen oder anders, um ihm auf sein Level zu kommen. So, 4100 Kilobomben. Nimm 600 Kilobomben mit. Ah, nee, durch die Außen, da verliert die übelst an meine Frierfähigkeit. Ja, dann werfe ich die halt nachher weg. Na, die Russen werfen... hier alle stehen bleiben und dann. Der erste Gold. Ich nehme die 600 damit. Oder schaffst du es noch stehen zu bleiben? Hä? Okay. Ja, machen wir nur einen Dreierstart. Warte, genau. Ich komme. Ach so. Ja, da haben wir gerade die ganze. Oh. Wow! Wer war da? Das ist ein. Ich hab gerade gespawnt und hab dabei auf, Start. Auf Schießen gedrückt. Ohne Absicht, ich schwör. Ich bin gespawnt und wollte noch was auswählen. Na, bringt eh nichts, dann musst du auf ein anderes Flugzeug klicken. Nein! Warte, ich bleib.
bleib stehen, Leute, ich bleib stehen, ich lass mich. Hast du deinen Motor geschrottet? geil. Ich warte auf Martin, ich lass bleib stehen und lass mich rearmen. Was macht denn zu zwei, die driftet beim Start? Ja, nö, eigentlich nicht. Nee, die andere da. Ach so. Der hat bestimmt die Pötte unten dran. Total dumme Idee. Was? Im Historical die Außenpötte bei dem Ding mitzunehmen. Bomben außen dran. Ja. Hab ich auch. Vor 2 Minuten muss ich repariert werden, das ist aber mal ein dick Fail, du. Ich bin jetzt halt, rearmed. Na dann. Oh. Werde jetzt von Martin vorbeiziehen. Na, Winzer kommt mir gefährlich nah. Naja, bleib einfach so wie du bist. Ja, ich fliege einfach weiter so. Okay. Und hallo Martin. Der war knapp. Ich glaub, es ging jetzt noch. Es war großer Geschwindigkeitsunterschied. Ja, stimmt auch. Mit der A6M2N ist es leichter. So schön dicht beieinander zu fliegen. Also 600 leichter. Schuss Dauerfeuer, dann jammen die Kanonen. Ah, okay. Boah, na, im Arcade passiert mir das für den Dingern ständig. Ich kann es ja gerade ständig machen. Ich werde ja 2 Minuten lang repariert. In der Zeit habe ich 1000 Mal nachgeladen. Ach, hast du da auch Stealth drin? Weiß ich gar nicht. Schieß doch mal. Ist gerade gejammt, kann gerade nicht schießen. Ich also gebe gerade Geld aus. Sinnlos. Die paar Mini-Lions. Ja, einmal kann ich noch. Bei 4. Ja, sieht ziemlich nach Stealth aus, was ich da schieße. Ja, ja, ungefähr nach 550 bis 600 Schuss jammen die, weil sie überhitzen. Wie weit die ganzen Panzer wechseln. Ich glaube, ich steig gar nicht. Nein, ich komme mir auch so vor. Nein, also nein, ich bin mittlerweile glaub, auf 1,4. Extra gar nicht. Ich glaube, ich dive jetzt schon wieder runter. Na stimmt. Kai, what the fuck, mit was für Leute fliegen wir im Team? MiG 315, awesome. So, in 10 Sekunden bin ich endlich repariert. Okay. Ich glaub, ihr seid schon auf dem Heimflug, wenn ich losfliege. Die MiG 3 ist aber das einzige Tier 4er. Vielleicht haben die Gegner auch nur einen Tier 4er. Na, auf jeden Fall haben sie eine Kai 45 und das reicht schon. Fahren uns alle weg. Metwurst haben wir im Gegnerteam. Was, Metwurst? Metwurst? Ob der gut ist. Metwurst. 0 Stunden im Historical im Fighter. 14 Minuten im Attacker. Was ist man damals geflogen? Zu 2 ist er geflogen im Historical, IL-2 und DO 215. 217, Mann. Aber steht nicht da, wie lange jeder jeweils, wie auch immer. Wo sind die jeder Panzerkolonnen? Mann, in dem Ding jetzt noch die Kanonen von einem amerikanischen Fighter, wo du schön mit Boden auch leichte Panzer also farmen kannst. 2 KI-45 sind auf jeden Fall dabei. Ich sehe eine H6K. Noch eine H6K. Das wird bei mir echt eine harte Nummer. Ich schieße echt schon wieder Stealth-Munition durch die Gegend. Ach, du stehst immer noch rum? Nee, ich fliege jetzt endlich. In die D3A1. Aber normalerweise nutze ich dieses Flugzeug ausschließlich in der Kate. Ich bin es, glaube ich, noch nie in der Historical geflogen, deswegen. Ein paar Mal ist auch die Stealth-Munition cool drin. Wow, auf Level 2 ist es sehr wirksam, Stealth-Munition zu verschießen. Sind 2 45er. In der Kate kriegen die Gegner dann ja meistens gar nicht mit, dass man sie beschießt. What the fuck, ich werde hier gerade von der D3 angeflogen. Da ist eine 45er und noch eine 45er. Ich komme. Boah, ich bin durch die durch. Ihr habt ganze 11 bis 16 Kilometer Vorsprung vor meiner Position. Scheiße. Da Winzer, stirbst du gleich? Nö, nö. Alle ist in Ordnung. Oh. Sicher, du hast 2 KI-45 und eine D3A1 hinter dir. Ja, das sieht so gefährlich aus. Ach stimmt, immer noch hinter mir. Alter, ich kann dir noch in Ruhe bomben, ey. Ich komme, 3 Kilometer entfernt. Du
du in Ruhe bomben kannst, dann bombe ich jetzt auch mal hier in Ruhe. Dann gucke ich mal, ob ich dir helfe. Ah, okay, ich werde gehittet. Okay, die geht voll daneben. Ja, hit. Oh, H6 kam an Flug. Oh, nee. Okay, ich bin da. Light Tank gibt nicht wirklich viel XP. Ja, es geht. K45. 1300. War aber besser als gar nicht. Okay, die eine 45er. Ich bin da Kai dran. Aber mir. Oh nee, jetzt. Oh, und da schießt auf mich. Oh, Flak und so ein Schwachsinn. Shit, Höhenruder getroffen. Ich hab die D3A1 erwischt. Einmal. Ich schieß sie ab. Ja, die fliegt glaube ich runter jetzt. Ja. Ja, zerstört. Jetzt sieht die K45, heftiger. Wenn die Schafe noch zu drehen. Bisschen hochziehen und weiter turnen. Ich schieße immer mal zwischendrin so auf die und bombt dann wieder. Okay, oh Gott, Oil overheated. Motorleistung rausnehmen. So, die K45 ist getroffen. Oh, mein Flügel ist. Brennt. Aber ich fliege noch, ich kann mich noch in der Luft halten halbwegs. Vielleicht gebe ich noch ein Ziel ab. Ich irgendwas, Gunner ist tot. Zielen. In 3 Kilometern. Yeah, noch ein Ziel zerstört. Abgestürzt, hab sie. Blissist, nice. Boah, man. Wow. Ich hab irgendwas hinter mir. Also, 45, jo. Ich kann aber nicht wirklich gerade viel machen, weil die gerade über mir ist. Ich versuch zu Base zurück. Wollte ich auch gerade, ich wollte auf dem Weg nach dem Bodensee mitnehmen und auf einmal kriege ich schon wieder Hits von hinten, ey. Ach, jetzt weiß ich, warum ich so unmanövrierfähig bin. Mein Flugzeug ist fast. Ich hab die Bomben immer noch an den Flügeln dran. Einfach abschmeißen. Ich dachte, ich hätte die jetzt gleich weggeschmissen schon. Nee, ich sag ja, die an den Flügel schmeißen die Russen als letztes ab, dämlicherweise. So, jetzt habe ich sie beide weg und jetzt hole ich mir die K45. Boah, scheiße, hab dein Flugzeug übersehen. Hast du irgendwie schon gecrittet? Nee, das ist hinter mir erschienen, das ist das Problem. Ich sag ja übersehen. Nee, ich meinte auch gerade freaky. Ich bin gecrittet. Mehr nicht, hit. Kam gerade gar keine Meldung. Oder schon wegen länger her. Nee, hit. Oh, okay. Boah. Gekreditet habe ich nicht, nur hit. Abschusshilfe, irgendjemand hat mir meinen Rücken freigehalten, das ist gut. Oh, Leg 3, Evans Freak mal 3. Jetzt habe ich den Gunner zerstört. Ah nee, es war vorhin bei den anderen gewesen. Geht down, glaube ich, oder? Nee, okay, dann nicht. Was schön ist an der Su-2. Kannst damit alles jagen. Gecrittet. Jetzt geht die, glaube ich. Elevator. Enemy Kill Assist. Aircraft destroyed. Pilot? Weiß ich nicht. Oh, muss. Martin! Fuck. Wow! What? What the fuck? Oh, Lavenz ist tot. Ja. Ich hab wollte gerade einen Turn machen und auf einmal verliert mein Flugzeug die Kontrolle. Fängt sich an zu überschlagen und kracht ans Flussufer. Mal gucken, wie ihr euch so noch so schlagt. Was lebt denn beim Gegner noch? 3 Flugzeuge. Kill Assist, nice, danke. Ich habe einfach nur mal drauf geschossen. Wo kann man denn repairen hier? Ich hab 2 Bomben draufgeschmissen, um sicher zu gehen. Nö, er schießt einfach die anderen ab. Also B kann man reparieren. Gibt's hier? Nee, gibt's gar keine Airfields, oder? Doch, ganz hinten, wo wir gestartet sind. Ja, okay, aber ich meine vorgeschoben. Achso, so, nee, also B ist nichts. Also ich war vorbeigeflogen und fliegt zu uns, aber ist schon zurück. Ja, dann versuche ich mal in der letzten Munition hier noch irgendwie was reinzudrücken. Softtalk ist auch nix da. Mal gucken was. Oh Gott, keine Ahnung, wie man den ausspricht. Die MiG. Ah. Das ist gerade auch keiner. Unrepair. Quark. Ja, genau. Quark. Wo sind denn die letzten?
müsste mal irgendwo landen gehen. Ich habe nicht mehr viel Schuss und mein Oil ist overheated. Immerhin bist du noch in der Luft. Ja, stimmt. Aber der hat nicht auf einmal das Flugzeug gesagt, nö, ich will nicht mehr. Bei mir ist auch auf einmal der rechte Flügel durchgesackt. Und das 50 Meter über dem Grund und dann der Flügel durchgesackt und dann war ich im Baum und dann war ich im Boden. Bei B muss man doch landen können. Ich habe gerade auf die Tabelle geschaut, also nach links gezogen, Tabelle geschaut und dann auf einmal sehe ich, wie das Ding nur noch trudelt. So wie vorhin bei mir bei der B25. Ja, so in der Art, genau. Naja, kann ich mir noch ein Brötchen schmieren? Genau. Jetzt weiß ich zumindest, was Cleo meint, die fliegt sich wie eine kleine Bitch, die B25. Ja. Du ziehst da ein bisschen zu stark hoch und dann kannst du es nicht mehr kontrollieren. Dann fliegst Stall du einfach nur noch in die falsche Fälze. Richtung. Unten. Ja. Aber es sah sehr amüsant aus vorhin. Davon müssen wir auch mal eine Runde aufnehmen irgendwann. Einfach ein B25 steil nach oben fliegen, oder? Nee, einfach mal ein Battle. Das war eigentlich so. Okay, mit dir müssen wir noch Bomben üben, mit dem Ding. Ja, mit dem Ding kann ich nicht bomben, mit allem anderen ja. Schmeißt alle seine 250 Pfund Bomben auf die Light Pillboxen daneben. Ich hab's mit meinem 100 Pfund zerstört. Mit einer. Und hier. B25 ist einfach ein Scheißtrick. Na gut, ich hab im Historical Bomber Erfahrung. Wo haben wir's denn? Ich hab grad mal meinen Player Card offen. Ja, 400 Bodenziele. Oh, ich bin jetzt Level 26. Oh, ich sehe gerade, ich bin Level 39 geworden. Cool. Und wo fliegst du hin? Ach, Airfield. Ey, ist jeder jetzt am Airfield? Softshock ist am Airfield. Der fliegt auch Richtung Airfield. Der fliegt Richtung Airfield. Alle zurück. Nee, einer ist noch on spot irgendwo. Jedenfalls wird auf den heftig geschossen. Auf die Su-2, den Mac-Picor. Genau. Muss ich mich fragen, ja, was der macht. Vielleicht auch mal nachladen sollen. Naja, der könnte ja die Anti-Air zerstören einfach. Das ist das sind irgendwie hier so drei Fahrzeuge oder so, die da rumschießen. Vier. Ach, hat er noch Munition in den... Keine Ahnung, wird mir nicht angezeigt. Ah, ich habe ja einen Gunner, warum... Aber unten nicht, ne? Doch. Oh. Ach nee, das ist die M82. Warte mal, ich guck mal bei dir nach. Warum ist eine H6K? Nee, du hast keinen. Weil... Oh, die 16 ist wieder unterwegs. Yay, ich bin wieder da. Die startet gerade. So, wo ist noch eine H6K? Ach, da hinten. Über... Unseren Bodeneinheiten wahrscheinlich. Der Darkum. Darkum. Den sehe ich noch, 30 Kilometer von mir. Aber fliegt weg. Ich fliege auch auf dich zu. Ich mache Kamikaze. Was, Kamikaze? Wo bist du? Macht einfach vorher aus, wer drüber und wer drunter fliegt. Obwohl es sinnvoller wäre, wenn Freaky natürlich drüber lang fliegt. Wieso ich? Ich will landen. Ja, genau deswegen. Jetzt habe ich gerade meine Maus durchs Zimmer geschmissen, ich Idiot. Wieso schmeißt du deine Maus durchs Zimmer? Dass sie von einer hier nicht. Was? Ich hab sie nicht wirklich durchs Zimmer geschmissen, ich hab sie nur in einem. Nur ein bisschen. Du bist gestreichelt. Ja. Der H6K brennt! What? Jawohl. Ja. Bei wem bist denn du gerade? Ich sitze in der MiG. Ah. Wow. Habt ihr ihn erfasst? Du sitzt in der MiG. Wow, das sah schön aus. Was? Wie die Karte auseinandergefallen ist. So, das heißt, im Gegnerteam leben noch zwei Flugzeuge. Player Cards. Einer mit insgesamt grob 4 Stunden. Und einer mit 7. Ich habe gerade zum Abbremsen mit meinem linken Flügel ein bisschen den Boden berührt, aber nicht abgefallen, nicht beschädigt, nur ein bisschen abgebremst. Okay. Können. Wie vorhin. Einfach mal durch einen Baum durchrollen, passiert ja nichts.
Weißt du, sonst verliert man einen Flügel dabei und der rollt da einfach durch. Aber der war schwarz, der Flügel. Ja, trotzdem, sonst verlierst du den. Ich bin mit einer ME mal durch den Baum durch. War ja eine Hurricane, die hat Flügel aus Stahl. Ja, stimmt, Hurricane ist stabil. So, Softshark. Oh, da ist die letzte H6K. Was denn da? Die I16 naja, ist du hast daneben. Eben einen A20 vom Himmel gerammt, Schlawinzer. Stimmt, oh, das haben wir auch nicht auf Aufnahme. Von SB2M auf Berlin geflogen im Historical. Und. Beziehungsweise AR2 und wir wurden hart geflamed. Stimmt, AR2 war es, genau. SB2M war danach auf Korea. Und genau, beziehungsweise ich wurde hart geflamed, weil ich in einem Turn mit meinem Seitenruder eine, was war es, A20 berührt habe, die sie wohl so weit beschädigt war am Flügel, dass sie abgestürzt ist und ich bin ganz normal weitergeflogen. Ich hatte keinen einzigen Schaden gehabt. Was? Ach, da ist noch eine. Dann habe ich mir ein bisschen Disbattle mit denen. Noch eine H6K, ja. Ja, beides. Und unsere I16 hat gerade ihren Motor verloren. Ja, hinter einer H6K hochziehen. Keine gute Idee. Kann man machen, man sollte sie dann aber vom Himmel rammen. Oh, da vorne, das ist auch noch eine H6K, wenn ich das richtig sehe. Ja, beides H6K. Ey, ob das noch schafft zu landen? Vielleicht schaffe ich es ja noch ein paar Light Tanks mitzunehmen, bevor hier vorbei ist. Oh, nice. Vielleicht können wir es auch dadurch gewinnen. Ah, alle lassen sie sich abschießen, ja, aber. Ich meine, die I16, die schafft es vielleicht noch zu landen, obwohl sie ist ein bisschen zu langsam. Die wird hart Schaden kriegen, wenn sie aufkommt. I16? Oh, ja, sag ich ja. Will die landen? Na, die hat zerrt einen Motor verloren, aber hat mal das Fahrwerk ausgefahren. Performt Soft Landing. Aber noch ein paar XP obendrauf. Immer noch Erster, obwohl ich landen gegangen bin. Was haben wir noch an Tickets? Mit 4 Punkten. 11. Da kriegt er doch eigentlich schnell weggebombt, die paar letzten Panzer. Joker, bist du im Anflug noch 6 Kilometer bei dir? Softshock? Du anwesend? Lebst du noch? Ich sehe sich jetzt auch nicht. Ich bekommen wegen der Intention. Intensität? Intention. Okay. Vielleicht ist er sich auch gerade eine Stulle machen gegangen. Kotstulle. Oh. Also ein bisschen Niveau hier, weil wir ja schon waren, gell? Boah, und ich kann nicht raustappen, ey. Ich kann für dich raustappen, was willst du wissen? Zum einen hat er sich irgendwie gerade gemutet oder so? Nee. Nee, okay. Aber Joker geht immer AFK, ohne sich zu muten. Hm, stimmt. Alter, der ist schon über dem Boden. Ich hab mich gemutet. Ja, das ist what the fuck hast du gemacht? Ich hab telefoniert, mein Freund hat mich angerufen. Ach, der hätte uns doch alle gefreut, wenn es in der Aufnahme wäre, gell? Ich schon mach einfach die Bodenziele. Wie schmeißt du die Bomben? Und hier, das bitte nur mit MGs. Alter, wieso schmeißt du bitte auf Anti-Air-Bomben? Das ist doch Verschwendung. Ich dachte, ich bin schneller dann bei der H6K. Wieso verlieren die Gegner Punkte? Bei eine Flak, das ist natürlich. Weil wir cappen gerade. Du cappen wir gerade, jetzt haben wir gewonnen. Ich wollte noch die Panzer zerstören. Ich wollte nur ein paar zerstören. Also die H6K. Mir ist es egal. Ich bin wegen einem Punkt nicht Erster. Hahaha. Noob, noob. Scheiße. Mega Noob. Mega Noob. What? Okay. Cool. Dritter. Au. Was war denn das? Keine Ahnung, okay, was der macht. So, guck mal. Wow. Sich wieder ein. Schöne Premium-Länge. Wollte ich mal sagen. Jetzt fast 40 Minuten, wenn ich mich nicht. Nee, halt. 35 Minuten, wenn ich mich nicht irre. Lange voll. Ja. Ah, dann würde ich auch schnell beenden. Ach. Müssen uns nicht schätzen. Doch. Nee. Nicht unbedingt. So, was haben wir bekommen? Gehen. Du wirst gleich gehen. Ja, okay. Den Moment wirst du jetzt auch noch schaffen. Mit deinem Leben.
Boah, 16.000 Geld, 12.000 XP. Geht schon in Ordnung. Also dann würde ich mal sagen, schaut auch mal beim Softjock rein. Der Softjock-Joker. Ach, genau, der sagt schon Tschüss, kannst auch so Tschüss sagen. Na! Okay. Ja, genau. Schaut bei mir mal wieder rein. Wir machen mal, wie gesagt, bald wieder mal zusammen Aufnahmen. Aber Arcade, bitte, bitte, Arcade. Ja, Das wenn ist du meine Passion. aufnimmst, machen wir Arcade. Ich bin auch Genau, so der danke. Meinung, wie Cleo sagt, es reicht, wenn einer aufnimmt, weil ansonsten guckt Ja. man's eh immer irgendwo bei einem und bei einem, dann wird's nicht geschaut, das ist dann eh sinnlos. Sinnlos finde ich auch. Deswegen. Also dann, ihr könnt auch Gut. was sagen. Ja, was? Also, ciao. Was denn? Ja, ihr könnt auch Tschüss sagen. Ach so, ja, tschüss, So, hab ich doch. tschau. Ciao. Ciao. Ciao.